Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es ein richtig cooles aufgebraucht Video mit vielen Tops und eigentlich gar keinem Flop-Produkt. Heute ist es ein bisschen anders und zwar ist mein Bruder hinter der Kamera, weil meine Schwester, die hat heute was zu tun und mein Bruder ist bei uns zu Besuch und deshalb filmt er heute. Ich bin sehr gespannt, er hat das schon sehr gut gemacht und wir starten mal. Ich habe heute die Hälfte circa Beauty-Produkte und die andere Hälfte Raumdüfte. Also wenn euch das interessiert und dann noch ein Gadget, dann bleibt gerne dran. So, wir starten direkt mit den Beauty-Produkten und da habe ich erstmal von Dont'l'Dent diese goldene Zahncreme hier benutzt. Da steht auch drauf mit echtem Gold. Und ich hoffe, es fokussiert schön. Ja, die habe ich auf jeden Fall aufgebraucht. Karton ist aus 100% Recyclingmaterial. Ja, die hat schon einen frischen Kick mit drinnen, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass die so viel anders ist als andere Zahncremes, aber ich finde die von Dont'l'Dent generell sehr gut. Preis-Leistung ist da mega gut und deshalb kann ich sie euch empfehlen. Dann geht es weiter mit dem Garnier Wahre Schätze Shampoo, Kokosöl und Kokosbutter ohne Silikone und ohne Parabene. So sieht es aus. Und 300 ml waren drinnen und es riecht sehr, sehr angenehm. Also der Geruch, der gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe davon auch noch ein Haaröl und ich werde mir das definitiv irgendwann mal wieder nachkaufen, aber also es ist ein Top-Produkt für mich, aber momentan brauche ich keine Shampoos. Ich habe da noch genug. Dann habe ich noch aufgebraucht von Balea. Ich habe mir jetzt nicht jede Maske aufgehoben und ich habe momentan noch einige Masken, die aus der Tube sind. Aber das war eine Tuchmaske davon, die Be Cute. Und die hat so ein Bambi hinten drauf. Also ganz süß. Apropos, ich habe letztens, bin ich in der Nacht Auto gefahren und habe einfach mal drei so Bambis drüber über die Straße gehen sehen. Ja, richtig süß, die sind so süß, aber auf der Straße natürlich nicht, da muss man sehr, sehr aufpassen. Momentan ist es ja auch wieder abends so warm, dass die dann wieder herumlaufen, also passt da bitte sehr auf mit dem Wild. Ich wollte es nur gesagt haben, ich habe es auf Instagram auch schon gesagt. Dann habe ich noch von Youth die Retinol Eye Cream aufgebraucht. Die war mit Hyaluron, das ist so eine Augencreme und ja genau, von Youth. Die hat so einen leicht gelblichen Schimmer und die polstert wirklich unter den Augen sehr gut auf. Die habe ich auf Amazon gekauft, die kann ich euch gerne unten verlinken. Die ist zwar ein bisschen teurer, also ein bisschen hochpreisiger, ich würde zu sagen im Clinique-Preissortiment, aber die ist wirklich sehr, sehr gut. Und sicher gehen, dass ihr nur unten auftragt und nicht über dem Auge, weil da könntet ihr anschwellen. Dann geht es weiter mit dem Parfum von Yves Rocher, das Mon Evidence. Wenn meine Schwester jetzt hier wäre, würde ich sie fragen, wie man das ausspricht. Mon Evidence, keine Ahnung. Französisch ist nicht so meins und ich sehe gerade, da ist noch ein Sprüher drin. Weil es riecht so gut nach Rose. Das ist so ein richtig schöner, frischer Duft. Das war jetzt hier die kleine Packung, ich glaube so 20, 10 ml, keine Ahnung. Aber ich liebe Yves Rocher Düfte und werde ich mir auf jeden Fall wieder besorgen. So, dann habe ich hier noch eine Rasierklinge von Gillette Venus leer gemacht. Ich zeige euch das einfach so. Das ist hier die Verpackung von dieser Klinge. Und zwar ist es diese lilane hier, Gillette Venus Swirl. Und ich muss sagen, momentan bin ich mit Gillette so zufrieden. Weil ich finde, es sind einfach so, neben dem Balea 5 Klingen, ist das wirklich der beste Rasierer. Und ich kaufe mir die immer, da kaufe ich mir einfach immer die Klingen nach und der hält auch. Ich sage jetzt mal, so ein halbes Jahr könnt ihr den benutzen, dann wird der so krabbelig und dann müsst ihr den mal austauschen. Aber ich bin sehr zufrieden mit Gillette. Dann geht es weiter mit Smile Secret und zwar habe ich da die Coco Straps aufgebraucht und zwei habe ich mir da aufgehoben. Wir hatten es zwar bei meiner Schwester nochmal gemacht zu zweit, aber das hier habe ich für euch aufgehoben. Da steht hinten drauf Smile Shine Share und die sind wirklich so, so gut. Die müsst ihr mal ausprobieren. Da kosten 12 Stück nur 39 Euro. Ohne meinen Code. Also mit meinem Code spart ihr dann nochmal 30% ungefähr. Ich kann ihn euch unten reinschreiben und der ist auch dauerhaft gültig. Da gibt es immer wieder coole Aktionen. Und ja, also die Coco Stripes kann ich wirklich jedem empfehlen. Wenn ihr auch das Foam Bleaching nicht machen wollt und trotzdem weiße Zähne haben wollt, dann kauft euch das unbedingt. Und ja, für die anderen kann ich das Foam Bleaching auch empfehlen, weil es gibt ja Leute, die wollen das Foam Bleaching nicht unbedingt, weil sie zum Beispiel diesen Leiter nicht in den Mund kriegen oder keine Ahnung. Dann
sind diese Coco Stripes perfekt. Die wendet man 20 bis 30 Minuten an und hat ein top optimales weißes Lächeln. Und es hat einen Soforteffekt. So, das war's jetzt auch schon mit Beauty. Es geht weiter mit einem Produkt, das ich aus der Lifestyle-Box habe. Da habe ich ja die zweimonatige Abo-Box und da mache ich euch immer ein Unboxing. Und das war dieses Mal hier drinnen. Und ich dachte mir, das nehme ich jetzt mit rein, weil ich habe es jetzt verwendet. Natürlich ist es nicht aufgebraucht in dem Sinne, aber die Verpackung haue ich jetzt weg. Und ich muss euch was dazu sagen, und zwar, es ist wirklich sehr lang, also 3 Meter. Es ist richtig krass. Verwicklungsfreies Kabel, das stimmt auch, weil obwohl es so lang ist, entwirrt es sich immer irgendwie und man kriegt nicht so richtig Knoten rein. Und es ist halt sehr praktisch, weil ihr habt da 3 Anschlüsse und die sind alle an einen USB gehängt. Das heißt, ihr könntet theoretisch parallel 3 Kabel bzw. 3 verschiedene Handys aufladen. Also das ist wirklich sehr, sehr cool. So, und jetzt kommen nur noch Raumdüfte. Und ich fange mal an mit Ipuro. Und zwar habe ich da einen ganz großen, der sieht so aus. Ich hoffe, den kriegt man überhaupt aufs Bild. Der hat 240 Milliliter und das war eben so eine richtig fette Verpackung hier. Das ist ein Glasbehälter und den habe ich jetzt aufgemacht und der ist schon ungefähr halb leer. Den habe ich so seit einem Monat ungefähr stehen. Das ist der Ipuro Hippiness Season Line. Das ist diese blaue hier. Und ich fand das so cool, weil der hat hier so Anhänger drauf. Sieht man das? Und ja, der passt halt irgendwie perfekt zu mir ins Zimmer. Und ey, den habe ich im Schlafzimmer stehen. Und der ist sehr, sehr cool. Den habe ich mal Weihnachten in Aktion gekauft. Hat aber trotzdem, glaube ich, noch 25 Euro gekostet. Aber für Ipuro ist es echt, echt günstig. Weil da kosten 50 Milliliter schon 10 oder 15 Euro. Dann habe ich noch was Neues entdeckt. Und zwar diese hier. Und die habe ich mir jetzt in alle Räume aufgestellt. Da habe ich verschiedene Sorten. Da gibt es einmal den Fresh Linen. Dann gibt es noch diesen rosanen hier. Das ist der Rosé. Den habe ich auch einmal meiner Schwester gegeben. Und dann gibt es noch Vanilla. Und die habe ich gefunden beim Lidl. Das ist bei euch in Deutschland Aldi. Jedenfalls haben die sehr, sehr günstig. Das sind so... Nicht? Ja, nee, Hofer ist Aldi. Ach Lidl so. Ist Lidl. Okay. Okay, Lidl ist Lidl. Na gut. Also, fail. Also das ist dann der Lidl. Die habe ich von Lidl jedenfalls. Und die kosten nur 1 Euro. Das sind auch solche Glasbehälter. Man sieht es hier ganz gut von der Form her. Mit so Duftstäbchen mit drinnen. Und da muss ich sagen, die riechen echt sehr, sehr gut. Also ich mag alle 3 Düfte sehr gerne. Und für den Preis kann man sich die auch zum WC stellen oder keine Ahnung. Richtig cool. Im Vergleich jetzt zu dem hier. Natürlich, das war jetzt ein Schnäppchen, aber für die Normalmenge, was Ipuro kostet, ist es sehr viel günstiger. Und dann kommen wir zu den letzten 2 Produkten. Wieder solche Düfte, und zwar von Airwick. Da habe ich auch immer die Sprüher davon, aber da nehme ich momentan nicht mehr so viele. Und deswegen habe ich mir da jetzt mal so eins gekauft. Das ist das Gletschereisfrische. Gletscherfrische, so. 2x gleich. Da sind 350 Milliliter drinnen. Und das sieht so aus, das zieht ihr dann hier raus und stellt es einfach so in den Raum. Und dann, ja, wird es halt leer nach einer Zeit. Ich schätze mal so 2 Monate habe ich das stehen gehabt und dann war das dann mal leer. Und die kann ich euch auch echt empfehlen, die kosten so 4 Euro. Bekommt man bei jedem DM, Billa, Bieber, wie auch immer. Und ja, meine Preis-Leistungs-Knaller sind momentan diese hier. Aber ich werde mir halt Airwick trotzdem immer kaufen. Und Ipuro, ja, wenn es ein Schnäppchen gibt. Dann schon. Aber sonst für den Normalpreis eher nicht. So, das war's jetzt wieder mit dem Aufgebraucht-Video. Ich sage danke für meinen Bruder für die Unterstützung hinter der Kamera. Ja genau, Highlights, Smile Secret, das Ladegerät, meine neuen Schnäppchen hier und die Tuchmaske, die war auch sehr, sehr gut. Und die Retinol Eye Cream kann ich euch auch sehr empfehlen. Genau. So, das sind die Top-Produkte von mir gewesen. Wenn ihr schon eins der Produkte kanntet oder selber hattet, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Und ich wollte euch noch sagen, es kommt jetzt bald das 700-Abonnenten-Gewinnspiel online. Also bleibt sehr, sehr gerne dran und schaut immer wieder rein. Ich werde auch auf Instagram wieder was starten und momentan läuft auch auf Instagram ein Beauty-Gewinnspiel. Also da könnt ihr auch noch gerne vorbeischauen. Mein Name ist lifeofbenita_YouTube. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann lasst mir gerne ein Abo da. Und ansonsten würde ich mich jetzt verabschieden, wünsche euch noch einen wunderschönen Restsonntag und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss!